Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hitman Absolution. Und wir müssen Victoria finden. Und wir haben es eben gerade schon mal verkackt. Wir müssen es jetzt noch mal ein bisschen intelligenter machen. Und sobald der nach vorne läuft, werden wir uns den erstmal snacken. Du bist mir, Junge. Umziehen. Waffe. Wir wurden auch ganz zurückgesetzt im Knast-Ding, ne? Habe ich gerade gemerkt. Also merke ich gerade. Nee, wir sind hier, wo wir waren. Genau, wir sind hier, wo wir waren. Da, wo wir den... Wir sind da, wo wir den Knopf drücken müssen. Genau, wir sind nicht da, wo wir wirklich ausgeschieden sind. So. Wir sind nicht aufgeflogen, das ist ganz gut. Aber warum haben die mich denn eben gerade auch gefunden? Ich bin auf der richtigen Etage, wie sie auch ist. Ich habe hier eine relativ gute Position zum Schießen. Von daher sollen die erstmal kommen. Die können mir eigentlich nicht viel, weil ich habe hier eine relativ gute Posi, wo ich relativ safe bin. Die Sache ist halt jetzt... Gehe ich hier weiter durch oder warte ich auf die? Okay, da kommt noch einer, der will noch einen Shot. Tschüss. Komm, auf geht's. Immer weiter nach vorne. Ich komme hier nicht durch. Scheiße. Dann hier. Hier ist die Toilette. Okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen regenerieren. Ich habe nicht mehr viel Dings. Geh mir auf den Sack, Leute. Ich muss hier durch. Da kommt aber noch einer. Und da kommt Verstärkung, sehe ich gerade. Okay, wir sind hier drin. Geil. Auf geht's nach vorne. Da werden sie uns nicht hinterherkommen. Und das ist ganz gut so. Wir können hier spähen. Okay, wir konnten sie relativ gut... Die sind direkt unter mir. Oder über mir. Soll ich die irgendwie wegsnacken oder nicht? Ich habe hier drin keine Waffenauswahl natürlich. Die gehen weg. 3, 2, 1 raus. Ich bin hier in dem Knast, also in der Zelle. Und die sind alle meilenweit weg. Das ist gut, das ist sehr gut. Wir sind nämlich jetzt da. In der nächsten Etage. Alter, wie viel Schicht gibt es denn hier in dem Knast? Ich weiß noch, als ich so alt war wie du. Alter. Scheiße, die hat uns verarscht. Oder der hat uns verarscht. Fuck, der hat uns richtig verarscht, der Typ. Ja, kein Problem, nur so ein Glatzkopf. Ihm gesagt, ich bin Profi. Ja, er schläft wie ein Baby. Wirklich? Ja, anscheinend schon. Okay, der Teil ist durch. Gut. Ach ja, gut. Was haben wir so? Wir haben 1300 für entdeckt. Oh, 5000 für nichts wieder. Oh, Alter. Ja, aber gut, am Ende ist es schwer, Leute. Am Anfang habe ich schön Punkte geholt, aber am Ende wird es schwer. Nein.
Egal, wir machen direkt weiter. Guten Morgen, Sonnenschein. Alter, was für ein Arschloch. Oh, Wichser Dexter. Morgen, Sheriff. Wurde aber auch Zeit. Wo ist mein Junge? Hä? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Achso, stimmt. Die haben wir in der Wüste stehen lassen. Der ist doch eh schon verdurstet, oder? Ja. Du spielst dir den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Siehst du das junge Ding da, das alle... Wir können ihm doch sagen, der ist doch eh schon tot. Gut. Meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an. Wie ein schwaches Kind. Dexter, halt's Maul! Aber es sind nicht mehr viele Leute für Dexter da. Nur anscheinend ein Pein. Ich hab keine Ahnung. Gütiger Himmel! Es gehört Mrs. Cooper. Danke, Wichser. Du hast meinen Sohn getötet, stimmt's? Hören Sie, sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey, Mr. Dexter. Kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern. Das hier kläre ich. Na los. Ich will mein... Bist du dir sicher, dass du das klären kannst? Jemals enttäuscht? Nein. Also. Ja, dann waren es nur noch zwei. Ja, der hat so eine kleine Pädophilie-mäßige Ader. Part 2. Operation Sledgehammer. Das hört sich lustig an. Uns befreien. Haben wir schon mal geschafft. Wir haben aber natürlich keine Waffen, ist klar. Wir sehen nicht, dass irgendeiner kommt. Alles gechillt. Das war ganz cool. Jetzt kommt nämlich irgendein Typ hier angelaufen, nämlich der. Und dann können wir den überwältigen, die Waffe abnehmen. Dann haben wir schon mal zumindest eine Waffe, mit der wir uns hier weiter wieder rauskämpfen können. Mit Victoria, wenn wir sie denn finden überhaupt. Das ist die Sache, ne? Verdammter Scheiß. Typisch. Einfach typisch. Ich kümmere mich darum. Ah, scheiße. Da waren wir gerade kampfmäßig total behindert. Das hat immer zwischen Y und J gewechselt und ich hab's nicht hingekriegt. Das war einfach nur noobig. Sorry, Leute. So, wie gesagt, das Ganze machen wir jetzt nochmal in Skill voll, weil eigentlich haben wir es ja relativ gut hingekriegt. Also... Das ist nicht schwer, irgend so einen mit ein paar Schlägen zu überwältigen. Wir warten halt, bis er seine Waffe wegsteckt und gut ist. Einfach typisch. Ich kümmere mich darum. Oh, den anziehen. Also ihm seine Sachen anziehen. Seine Waffe nehmen. Und schon läuft die ganze Chose. Bob. Jetzt die Frage, wo müssen wir hin? Ist hier lang richtig? Krieg ich irgendwo mal ein Ziel angezeigt, wo ich hin soll? Ja, mach ich. War der Sergeant. Sah ziemlich glücklich aus. Hatte wahrscheinlich. Ich gehe jetzt auf Verdacht irgendwo. Oh, Stromkabel. Ich gehe jetzt auf Verdacht irgendwo hin. Ich hab die Pistolen vorne am Schalter für dich hinterlegt. Oh ja, echt schöne Dinger. Ich hab schon überlegt, sie am Geburtstag von meinem Sohn zu verwenden. Oh ja, 10 Jahre alt. Ich mir auch noch dem seine Waffe. Ach, kann ich nicht, schade. Das heißt, wir müssen zum Eingang. Jetzt wissen wir auch, warum gerade eben nicht angezeigt wurde, was wir machen sollen. Weil,
wir das quasi jetzt erst rausgefunden haben. Na komm, Deckung wechseln. Ja, sehr gut. Was war's denn dieses Jahr? Hast du den Brunnen gekackt? Die Rede des Bürgermeisters unterbrechst dich zusammen, Junge. Ich kann mir so schlecht Gesichter merken. Hast du aus wie... Aber echt! Sie einen Moment Zeit. Oh, hey, Sie müssen der Neue sein, Wir müssen auch immer unsere Silver Ballers liegen. Ja, da. Perfekt. Silver Baller 1, Silver Baller 2. Hier haben wir die Munition. Perfekt. Jetzt können wir da vorne eigentlich könnten wir hier ganz easy raus, aber wir dürfen wahrscheinlich nicht. Nee, dürfen wir nicht. Okay. Ich werde die Waffe nehmen, weil die eher was fürs Harte ist. Fürs Grobe. Und das ist, glaube ich, jetzt mal besser geeignet. Fürs Grobe. Sicher, geil. Fick you all. Und so schnell waren wir schon wieder hier draußen. Von wegen, oh ja, wir können so gut auf dich aufpassen. Ich bin ein Profi. Ja, sieht man ja. Okay, aber da landet gerade... What the fuck, jetzt kommen die auch noch. Die sind doch eh übergeordnet, also so vom Grad her. Agentur umgehen und Skurki jagen. Okay. Der ist da hinten irgendwo. Wir müssen hier alle umgehen. Das wird nicht einfach. Wohin müssen wir? Der Weg ist da hinten. Wir kommen aber hier nur über einen Umweg hin. Das ist das Problem. Ich hab das hier zum Ersticken. Ja, komm, dreh dich um. Dann schnapp ich mir dein Outfit. Dein Outfit gefällt mir nämlich. Dein Outfit gefällt mir außerordentlich. Sehr gut. Komm weg mit dem. Da haben wir nämlich richtig viel Zeit hier. Komm, auf geht's. Oh, shit. Jetzt sind wir relativ gut hier. Haben wir relativ die Ruhe hier. Jetzt müsste sich unsere Nummer ein bisschen besser hinstellen, weil das ist total auffällig. Dadurch, dass er nicht steht, ist er total auffällig. Dass er so gekrümmt steht, ist er immer ein bisschen auffällig, aber kommen wir gerade relativ gut durch. Geil. Alter, hier sind überall Leute von denen. Das geht ja gar nicht klar. Oh shit, Alter. Kommen überall diese... Wie wollen die einen erkennen, wenn der keine Maske anhat? Können wir jetzt mal jemand sagen? Schnell, schnell, schnell. Geil. Boah. Alles Instinkt verbraucht, das ist gut. Ausgang haben wir gefunden. Geil.
Wir jagen ja als weiteres Skurkel, wie der Typ heißt, von der Navy. Oder wie, was sonst mal? Ja, irgend sowas in der Art. So eine Spezialeinheit halt eben. Und hier werden irgendwo bestimmt wieder gleich welche rummachen. Nee, Moment, doch jetzt. Ich sehe doch da einen Schatten. Ach, wir sind hier unterirdisch, okay. Cool. Okay, hier geht es mal weiter. Durch dieses verringerte Sicht kann das rauslassen, sich die Schützen einfach ablenken, okay. Das ist gut. Hier kommen wir nicht durch, wir müssen hier so drumherum. Ich frage mich eh, warum die hier alles explodieren lassen, aber na gut. Gibt es hier irgendwo eine Kiste zum Ablagern? Gibt es nicht? Okay. Boah, Alter, das wird so krass. Ich habe gerade, glaube ich, gar nicht genug... Nee, ich habe nicht genug Instinkt. Seht ihr? Hat man jetzt... Ha, ha, da kommt noch einer. Nein. Scheiße. Da hinten ist auch irgendwo einer vorsichtig. Scheiße. Erstmal gechillt in die Tonne, ey. Pow, Alter. Nee, erstmal chillen hier wirklich. Hier ist erstmal gerade wirklich chillen angesagt. Ich setz mich mal gerade vernünftig wieder hin. Und wir atmen mal schön geschmeidig durch. Das ist wirklich krass. Muss jetzt erstmal warten. Hier ist gerade überall sucht. Da kommen wir hier nicht durch. Das wird ein reines Massaker. Und wir haben gegen die... Alle keine Chance, das sind wirklich Spezialkräfte. Also hier hilft doch nichts mehr mit. Hier müssen wir uns durchschleichen. Hier können wir machen, was wir wollen. Wir müssen da hinten rechts raus. Da kommen wir aber nicht raus, solange wir hier, obwohl die Kräfte rücken gerade relativ gut ab. Aber wir haben halt keinen Instinkt. Damit kommen wir schon mal gar nicht mehr weiter. Da wir keinen Instinkt haben, kommen wir halt null weiter. Das ist wirklich so. Ansonsten hätten wir vielleicht eine Chance, an dem einen, der da eben gerade war, oder an den zweien, vorbei zu sneaken. Und dann raus zu sein, aber... Obwohl es natürlich schon krass ist, weil dass die einen in so einem Overall erkennen, ist schon ziemlich, ja, eigentlich unmöglich. Ich meine, was wir für einen Anzug anhaben, als ob die da jemanden erkennen. Das Auffälligste an 47 ist ja sein Tattoo hinten und die Glatze. Und ich meine, das ist ja durch den Helm beides abgedeckt. Von daher... Ist das auch wieder so ein Punkt, aber die gerade hier aktuell auch noch in meiner Nähe rumlaufen, kann ich natürlich gar nichts machen, außer hier drin hocken und nichts machen. Das ist leider schade. Na kommt, auf geht's. Ach ja, wie lange die mal teilweise hier rumlaufen und einen meinen suchen zu können, das ist schon krass. Aber ich würde einfach mal sagen, wir beenden an der Stelle die Folge. Ich hänge hier noch in der Kammer drin und morgen in der Folge... Begrüße ich euch dann, wenn ich hier aus der Kamera raussteige. Und haut rein, bis morgen 17 Uhr. Tschüss!